Moin nach Straßburg. Meine erste Straßburg-Woche liegt hinter mir und am Ende jeder Straßburg-Woche werde ich in die sogenannte Voxbox gehen. Und in dieser Voxbox können die Abgeordneten aus ihrer Sicht erzählen, was sie von der letzten Plenartagung halten, welche Themen sie wichtig fanden, welche Abstimmung sie wichtig fanden. Und das habe ich auch gemacht. Und dieses Video, da stehe ich einfach nur vor der Kamera und erzähle 3 Minuten oder 4 Minuten ein bisschen was zu der abgelaufenen Woche. Das werde ich auch auf dem YouTube-Channel hier hochladen. Allerdings nicht als Vlog, sondern in einer separaten Playlist. Viele von euch wollten ja aber auch hören, was ich für politische Einstellungen habe, welche Positionen ich vertrete. Und deswegen machen wir diese Playlist. In dieser Playlist gibt es dann also die Videos aus dieser Voxbox, wo ich inhaltlich was erzähle. Und daneben gibt es weiterhin die Vlogs. Also nur kurz zur Erklärung. Es wird jetzt nicht immer nur noch diese Videos geben, wo ich einfach dastehe und ein bisschen was erzähle, sondern natürlich weiterhin die Vlogs. Das, was jetzt zusätzlich kommt, ist ein zusätzliches Angebot, weil viele von euch auch politische Themen besprochen haben wollten. Wir probieren das aus. Lasst mich wissen, ob euch das gefällt oder nicht. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare, Abos und so weiter. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Moin aus Straßburg. Für mich ist eine super aufregende Woche oder geht jetzt gerade eine super aufregende Woche zu Ende. Ich bin seit Montag Mitglied im Europäischen Parlament. Für mich war das eine Woche voller Neuheiten, voller neuer Gesichter, voller neuer Erfahrungen, die mich ja zum großen Teil noch völlig überwältigen. Heute Morgen gab es eine Nachricht, die für die Bundesebene sehr gut ist, für die europäische Ebene allerdings einen großen Verlust bedeutet. Martin Schulz wird zu den Bundestagswahlen in NRW als Spitzenkandidat antreten. Das ist für die Bundesebene, wie gesagt, richtig gut. Wir in Europa verlieren dadurch allerdings einen großen Europäer. Ich freue mich zumindest noch bis Januar mit Martin Schulz zusammenarbeiten zu können. Zudem möchte ich mich bei Matthias bedanken, der in den letzten 11 Jahren eine hervorragende Arbeit für die Region Weser-Ems in Europa geleistet hat und auch für Europa. Ich werde zumindest bis Januar seine Ausschüsse übernehmen und versuche dort seine hervorragende Arbeit, so gut es geht, fortzusetzen. Es ist jetzt Donnerstagmorgen, wir haben heute noch ein Plenum vor uns und in diesem Plenum werden wir unter anderem über das Verhältnis zur Türkei sprechen. Ich bin dafür, dass die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ausgesetzt werden. Es kann nicht sein, dass wir mit einem Staat, der Menschenrechte und Demokratie mit Füßen tritt, weiter Beitrittsverhandlungen führen. Neben diesem Thema war Thema des Plenums auch die Luftqualität. Es wurde eine Richtlinie zur Reinhaltung der Luft beschlossen, die ein guter Fortschritt ist, ein guter Kompromiss, auch wenn verbindliche Ziele leider nicht verabschiedet werden konnten. Zudem hat das Europäische Parlament den Lux-Preis verliehen und ich freue mich ganz besonders, dass der Film Toni Erdmann gewonnen hat. Ein wirklich sehr schöner Film, den ich jedem empfehlen kann. Ich melde mich nächste Woche nach dem Mini-Plenum wieder und bereite mich jetzt auf die Plenumssitzung vor. Ich freue mich, bald wieder berichten zu dürfen. Vielen Dank. Ciao.